Ah, so meine Freunde, es willkommen zu meinen regulären Aufnahmezeiten bei Far Cry 4. Endlich wieder ganz normal aufnehmen, aber ich muss mich wieder einmal beeilen, denn ich treffe mich noch nach der Aufnahme mit meiner Freundin und ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich muss duschen, ich muss noch rendern und noch zu ihr hin. Drei Sachen, die locker dauern noch mal 3 Stunden. Also ja, gut. Also das ist unser Haus hier, habe ich eben gemerkt. So sieht's aus. Was kann man denn machen? Aha. Tageszeit ändern. Ach, wie geil. Jetzt ist Nacht. Jetzt ist Tag. Akzeptieren, abbrechen. Ich akzeptiere mal. Ach, was. Nicht schlecht, das ist cool. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich muss noch mal ein bisschen an der Grafik rumschrauben. Habe ich nicht gemacht, weil folgender Grund. Nvidia hat einen Patch rausgebracht, beziehungsweise neue Treiber für meine schöne Grafikkarte. Und das Ende vom Lied, das Spiel läuft besser. Ich kann jetzt, ich habe es immer noch nicht auf hohen Einstellungen. Müsste ich mal gucken, ob ich überhaupt auch auf hohen Einstellungen spielen kann. Kommunale Unterschlüpfe. Denk daran, dass die Unterschlüpfe gemeinsamer kommunaler Besitzer des goldenen Pfades sind. Es ist wichtig, dass du jeden Unterschlupf für den nächsten Benutzer sauber und aufgeräumt hinterlässt. Wir müssen alle in Anpacken und helfen. Vor allem musst du Geld für alle Objekte hinterlegen, die du am Handelsposten erwirbst. Loginus hilft dir, hilft uns gerne. Longinus. Aber wir müssen ihn natürlich trotzdem bezahlen. Wir sind nicht alle Wohlfahrt. Und Vorräte sind Mangelware. Boah, gut, das kenne ich schon. Ah, neue Waffe freigeschaltet. Neue Waffe freigeschaltet. Und noch eine, und noch eine, und noch eine, und noch eine. Und noch eine, 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 und noch eine. Munition. Lassen wir mal. Neues und anpassen. Verkaufen. Oh, so viel können wir schon verkaufen. Für wie viel? 42.000. Und wir haben momentan ein 50.000. Können wir uns denn schönes Heilspritzen kosten 10? Panzer, Waffen. Freigeschaltet. Ich hätte gern wieder gleich ein MG. Na gut, die schöne AK, die können wir halt dann wieder ein bisschen auftunen. Aber ich hätte gerne. Das ist mit der, die kostet 38.000 und hat eine schöne Genauigkeit. Das gefällt mir. Wo ist denn die AK? Die ist auf unten. Ich hätte halt noch gerne eine kleine Handfeuerwaffe. Ach schön, mit dem Mausrad kann man scrollen. Nehmen wir mal die, oder? Gekauft. Die setzen wir. Ach, schade, wir können nur die. Na gut, dann hat sich das schon erledigt. Ich glaube, das macht sowieso jetzt keinen Sinn, die Sachen alle zu kaufen. So, Freundin weiß auch Bescheid. Ich habe ja gesagt, dass ich aufnehme. Und ich will mal was probieren. Ich schraube die Grafik mal hoch. Ups. Nein, ich hätte sie gern auf Ultra. So. Das Einzige aber, was ich runterschraube, ist das Anti-Aliasing, weil das frisst recht viel. Postfix. Das frisst recht viel. Der Rest bleibt. Genau. Und V-Sync aus. Gut. Mal schauen. Müssen wir probieren, ne? So, wir fangen. Ja, schön putzen, mein Haus hier. Ich glaube, wir fangen dann mal an. Wir gehen mal zu dem A.
Wird mal Zeit, dass wir hier langsam mit unserer Geschichte beginnen, hier in Far Cry 4. Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Mein Wer ist da? Ach, das ist die Olle? Ja, dann gehen wir zum S. So. Dann fangen wir mal an. Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du mich da hältst. Okay. Kennen wir schon. Ist halt noch ein bisschen Tutorial. So. Propagandamaschine. Da geht's hin. Und was ist das genau? Ein Glockenturm, beziehungsweise der alte Funkturm aus Far Cry 3. Was ich mir eben auch noch geholt habe, weil meine Freundin möchte das auch gerne probieren. Ich habe ihr mein altes Far Cry gegeben, doch das wird nicht akzeptiert, da ich mir gesagt, ach komm, scheiß auf die 20 Euro und habe mir nochmal Far Cry geholt. So. Ach so. Oh oh. Hat ja schon mal gut angefangen. Kommen wir da hoch? Ja, nicht so, wa? Scheiße. Ach ja, Far Cry, ich hab dich vermisst. Mach das blöde Rumrutschen wieder. Hallo? Hä? Ich konnte gerade nicht nach oben gucken. Was ist denn mit dem Mauspad los? Kann ich hier hoch? Nee. Och man. Hallo? Uah, ist ja gut. Bitte was? Was haben die für eine Damage? Och nee, hat er jetzt... Ah, Mann, der hat das Profil nicht wieder genommen. Wieso nimmt er das scheiß Profil nicht? Der hat schon wieder die Tastenkombi weggeworfen. Ich friss ein Pferd. Gut, dann muss ich gleich mal in der Aufnahmepause gucken. Warum wird mir jetzt... Ich frag erst gar nicht. Mir wurde jemand... Ein anderes Ziel wurde mir doch angezeigt. Hast du doch gesehen, oder? So ein Typ. Na gut. Ich muss sowieso ins Spiel halt wieder reinkommen. Ich habe wieder sehr lange nicht gespielt. Naja, sehr lange nicht. 4 Tage. Oh, sieht das geil aus. Ey, Kollege. Immer langsam. Weil wenn ich mir hier so die Kanten angucke... Was macht der? Ja klar, der Gleiter ist jetzt nicht da, aber gut. Mir wurde... Ja genau, mir wurde das hier als Ziel angezeigt. Ach, jetzt müssen wir doch da runter. Ach, leck mich doch. Boah. So verschwommen? Hallo? Fahrzeugsteuerung. WASD lenken, beschleunigen und bremsen, schießen. Ah, ich kann jetzt während des Fahrens schießen. War das bei Far Cry 3 auch so? Fahren und schießen. Mit einer Seitenwaffe. Ja gut, also nur mit den Handfeuerwaffen. Können wir fahren? Ah, es ruckelt doch ganz leicht, ruckelt ganz leicht. Also,
Noch nicht so... Alter! Also noch nicht so hundertprozentig. Kann ich da hoch? Nein. Komme ich da hoch? Da ist der Glockenturm. Ich glaube, ich kann jetzt hier so lang fahren, wie ich will, ne? Da passiert nicht viel. Mich gerade wieder wie so ein Anfänger. Ah, da waren Tiere. Helfen? Wem soll ich helfen? Habt ihr das gehört? Ich bin aber jetzt schon hier oben. Komm, Leute. Nice. Machen wir jetzt das, was ich denke? Dann mal los. Deshalb blinkt das auch so blöd. Verstehe. Uah! Man sollte schon gucken, wo man hinläuft, ne? Scheiße. Also, wo waren wir? Gott, was ein Anfängerfehler. Ich höre irgendjemand um Hilfe schreien, aber ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. So, Kollege, ich glaube, das Geld brauchst du nicht mehr. Benutze Leuchtstab. Ein bisschen Money. So, wo bin ich denn hier gerade runtergeflogen? Ah, hier! Wow, wow. Ja, runter oder hoch, ne? Ach, das sind Affen. Spielt ja im Himalaya das Ganze, also... Ups. Wie war das, keine Wachen? Ach so. Das Poster habe ich. Glockentürme. Ja gut, das kennen wir aus Far Cry 3. M. Fähigkeiten. Ah, Skilling. Ja. Gelernt. Gelernt ist gelernt, ne? 50 Propaganda-Fotos. Gott, ist das unübersichtlich.
Diese Ansage im Hintergrund nervt. Und ist auch nicht gerade leise. Na? Echt jetzt? Oh, Kiste. Ach, das sieht doch geil aus, oder? Wo bin ich denn hier überhaupt? Da lang. Auch schon wieder 15 Minuten und wir haben nichts gemacht. Also. Gameplay-Fails! Yeah! Die habe ich vermisst. So, und die Leiter hoch. Gott, ist der hoch. Ah, halt's Maul! Danke! Meine Fresse, ist das laut. Ah! Ui! Da gibt's Krieg. Finde ich geil, dass jetzt so die ganzen Sachen bis und bis... Ach, das sieht ja nice aus. Aha. So, das ist Banner pur. Wie groß ist denn der Scheiß wieder? Ach du Heilige. Naja, aber ich glaube, Far Cry 3 war größer, ne? Aber ich glaube, das kommt uns auch nur so vor. So, wir haben jetzt hier drei Dörfer, wo wir hin sollen. Was ist hier? Nein, wo war der Krieg? Da war Krieg. Da geht's nächste Folge hin. Propagandamaschine. Mission beendet. So, und natürlich auch gleich das Setting nochmal ändern der Tastatur. Dass der das nicht übernommen hat, ärgert mich ein bisschen. Was ist denn mit der Maus los? Die zuckelt so. Ich mach mal das Mauspad weg. Das ist sowieso so ein Scheiß hier, das Mauspad. Brauche ich auch mal ein neues. Jetzt ist die Maus halt wieder lauter, ne? Ja gut, krieg ich hin. So, wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge von Far Cry 4. Ja, wieder eine schöne Folge von Far Cry 4, wo wir rein gar nichts gemacht haben. Ich gratuliere mir selber. Na ja, gut, wir haben halt den Glockenturm eingenommen, in Klammern Funkturm. Haben endlich diese scheiß Ansage mal nicht zerstört. Entfernt, weil ich muss sagen, das hat genervt. Die Ansage hat echt richtig genervt beim Spielen. Soweit, eigentlich finde ich das ganz gut, wenn man den Turm freigeschaltet hat, dass man so sieht, was man jetzt direkt freigeschaltet hat. Wir haben jetzt einmal die Zuflucht der Kyrat. Dieses Haus von Ias oder Isas, wie der auch hieß. Wo der Krieg gerade war. Und halt ein ganz normales Dorf. Finde ich recht schön, dass das eingebracht wurde. Ansonsten danke noch an Nvidia für den Patch. Das Spiel läuft echt flüssiger. Viel flüssiger. Und mal sehen, wie sich das dann mal später in Action-Szenen auswirkt. Awesome.